Ein ganz normaler Mittwochabend im Kinopolis Landshut. Okay, nicht wirklich. Normalerweise ist die Schlange von den Kinosälen nicht ganz so lang. Doch an diesem Abend gab es die Gelegenheit, die Stars der erfolgreichen bayerischen Eberhofer Krimireihe persönlich anzutreffen. Und welcher Fan lässt sich sowas schon entgehen? Wir drehen hier wahnsinnig gern. Und die Leute lieben uns und die machen uns sehr viel möglich. Also da bei Frontenhausen oder so, wenn wir in Frontenhausen drehen oder auch in Landshut und so. Du siehst es, die Leute sind, das sind Fans, die auch wollen, dass hier gedreht wird. Das ist ein großer Unterschied, zum Beispiel, wenn du in München oder in Berlin drehst. Die Leute sind einfach nur, oh nee, jetzt wird hier schon wieder gedreht. Basierend auf den Büchern von Rita Falk ist der aktuelle Film Leberkäs-Junkie der mittlerweile 6. Teil der Reihe. Aber was macht den Humor der Buch- und Filmreihe wirklich aus? Ich glaube, es ist ganz grundsätzlich, könnte man es so sagen, dass sich das Humorvolle im Dialektalen einfach besser niederschlägt. Das ist, glaube ich, egal in welchem Dialekt, ist man da mit dem Herzen einfach näher dran. Ich denke, dass es ein bisschen leichter ist. Hochdeutsch ist manchmal ein bisschen sperrig und vielleicht auch ein bisschen seriös. Ja, Herrschaftszeiten, das kann man überhaupt nicht mehr mit anschauen, wie der in sich neifrisst da. Wenn der Bayer grantig ist, dann ist das eine ernste Sache, dann knallt es auch mal im Karton und der Bayer kann auch gut schimpfen. Also das, und dann muss man das auch ernst nehmen, wenn sich die Figuren in irgendeinem Konflikt befinden. Ja, also es ist nicht, ist dann kein Zuckerschlecken. Eberhofer? Wir haben hier ein Brandleich. Riecht für einen Schweinsbratenkill. Eberhofer. Ab jetzt halten wir strenge Diät. Es ist ein Brokkoli-Tofu-Eintopf. Wenn man sozusagen bei der Komödie auf den Klamauk geht, ich glaube, das ist dann eine Art von Komik, die wir alle nicht mögen. Je größer die Tragödie, desto komischer ist es oft. Und ich glaube, da finden wir uns alle wieder, wie wir unsere Figuren angehen, dass wir sie eben sehr ernst nehmen in ihrer Tragik, in ihren Konflikten. Das ist auch gar nicht so lustig am Set, wie man das oft denkt, weil eine Komödie drehen ist nichts anderes als ein Drama drehen. Wenn wir nicht ernst sind, dann wird es nicht lustig werden, dann ist es einfach nur irgendwas. Wir haben allerdings, und ich glaube, das sieht Simon ähnlich, großen Spaß am Set. Also wir, klar sind wir konzentriert und es ist eine ernste, konzentrierte Atmosphäre, wenn es um die Sache geht, aber wir haben schon viel Freude und lustige Situationen auch untereinander. Also was schon Spaß gemacht hat, war mit dem Kleinen, weil der war einfach der Hammer. Also den hat unser Regisseur Ed Herzog unglaublich gut gecastet. Man kann sich wirklich vorstellen, dass das der kleine Eberhofer ist. Das war super. Und für mich, also das, was immer Spaß macht, war auch wieder da. Also meine ganzen tollen Kollegen und die Rolle macht Spaß. Aber ein Schmankerl für mich war natürlich auch die Wiederzusammenführung mit Eva Mattes, mit der ich ja 13 Jahre lang Tatort gemacht habe. Und diesmal war ich der Boss. Ticket gelöst und rein ins Kino. Was erwartet die Zuschauer eigentlich inhaltlich im neuen Eberhofer-Krimi? Die Situation ist ein bisschen existenzieller für Susi und Franz, weil jetzt eben ein Kind im Spiel ist. Es geht nicht mehr nur noch darum, sind wir jetzt zusammen oder sind wir nicht zusammen, sondern der muss sich wirklich ja um ein Kind, das im Grunde von den beiden abhängig ist, gekümmert werden. Und das kriegt eine andere Tiefe. Das finde ich ganz schön. Das tut den beiden und dem ganzen Film, finde ich, gut. Ich schau aus meinem Fenster aus, zum anderen Weg nach hier. Das hat nichts zu bedeuten. Pauli, gibst du der Mama einmal den String? Wir haben ja immer eigentlich wirklich ein rechter Gaudi beim Drehen, aber in dem Teil gibt es diese Schlussszene, wo wir wirklich einen sehr, sehr fiesen Steilhang mit Bobbycars runterheizen und das war richtig lustig und das hat richtig Bock gemacht. Habt ihr euch verletzt dabei? Nein, man muss ehrlicherweise sagen, die ganzen Stürze und so, die durften wir nicht selber drehen. Das machen dann die Stunt-Double leider. Geh noch ein bisschen dickere Scheiben. Weißt du was? Machst du selber. Du lieber Käse-Junkie.